Die Wall Street heute mit einem Erholungsversuch. Das Narrativ für diese Erholung ist, naja, die Bodenoffensive der Israelis hätte schlimmer kommen können. Also kaufen wir mal, aber der Hauptgrund ist schlichtweg, dass die Märkte überverkauft waren. Wir hatten viele positive Divergenzen in den Charts und jetzt sehen wir erstmal, dass vor allem Big Tech diesen Rallye-Versuch anführt. Aber die Frage ist, wird diese vermeintliche Beruhigung in dieser Israel-Geschichte wirklich anhalten? Von einer Beruhigung kann aus meiner Sicht keine Rede sein. Vielmehr spulen sich die Dinge weiter auf, eskalieren aus meiner Sicht weiter. Aber die Nachricht eines ansonsten ereignisarmen, so muss es heißen, Montags, ist die Meldung von Nikkei, der japanischen Wirtschaftszeitung, dass die Bank of Japan erlauben wird, dass die Renditen für japanische Staatsanleihen, vor allem für die 10-jährige japanische Staatsanleihe, weiter steigen dürfen, nämlich über die Marke von 1%, von 1%. Und warum ist das so wichtig? Nun, weil eben Japan ist der größte Käufer von US-Staatsanleihen. Wenn nun die Renditen für japanische Staatsanleihen steigen, dann werden diese japanischen Staatsanleihen in Relation zu US-Staatsanleihen attraktiver, was bedeutet, dass das Kaufinteresse japanischer Investoren, und das sind wie gesagt die größten ausländischen Käufer amerikanischer Staatsanleihen, dass das latent nachlassen wird, was dann wiederum Druck auf die US-Renditen ausüben wird. Und wir wissen, steigende Renditen sind tendenziell schlecht für die Aktienmärkte an der Wall Street. Also das hat durchaus eben Bedeutung für die Aktienmärkte. Wir wollen uns das Ganze mal anschauen. Hier dieser Bericht von Nikkei. Ueda, der Nachfolger von Kuroda, hat ja diese ultralaxe Geldpolitik fortgesetzt. Japan ist im Grunde die einzige Tankstelle, könnte man sagen, von unverzinstem Geld. Man leiht sich also als großer Investor ganz entspannt Yen, das Ganze unverzinst und legt das dann in höher verzinste Wertpapiere an. Ein wunderbares Geschäft, vor allem dann, wenn der Yen noch abwertet. Und der Yen hat ja abgewertet wegen dieser ultralaxen Geldpolitik, weil die Japaner die Zinsen nicht angehoben haben. Also eine Win-Win-Situation, so lange, bis eben der Yen aufwertet. Und genau das hat der Yen heute gemacht. Noch relativ moderat, aber das Ganze könnte sich letztendlich dann verschärfen. Und die Japaner haben zwar ein geringeres, aber sie haben auch ein Inflationsproblem und vor allem hat der Premierminister Kishida ein Popularitätsproblem. Und das liegt daran, dass natürlich man den Yen faktisch durch die Lira ersetzt hat, wie Zero Hedge hier sarkastisch kommentiert. Man hat also den freien Fall des Yen zugelassen, die permanente Abwertung zugelassen und versucht nun offenkundig über das Erlauben des Anstiegs der Renditen japanischer Staatsanleihen hier den Druck ein bisschen rauszunehmen. Das ist ja das, was die Fed auch gesagt hat. Naja, wenn die Renditen steigen, dann nehmen die uns ein bisschen die Arbeit ab in Sachen Zinsen. Und die japanische Notenbank will offenkundig die Zinsen nicht anheben, also erlaubt sie das Ansteigen der Renditen. Und wie gesagt, das hat Folgewirkungen. Hier sehen wir mal Kishidas Approval Rating nur noch 33%. Also der Mann stürzt gut ab und wir sehen auch hier rechts, dass die Break-Evens, also die Inflationserwartungen in Japan deutlich gestiegen sind und Inflationserwartungen sind zukünftige Inflations-Self-Fulfilling Prophecy und hier haben meine beiden wunderbaren Kollegen Rüdiger Born und Jörg Rahn mal am 1. Oktober war es, also vor ziemlich genau einem Monat, ein Video dazu gemacht, wo sie sagten, das könnte der große Game-Changer sein für die Märkte, wenn nämlich die letzte Tankstelle freien Geldes, unverzinsten, kostenlosen Geldes im Prinzip abgeschafft wird. Zwar erhöht ja die japanische Notenbank sicherlich nicht die Zinsen, aber wenn sie den Anstieg der Renditen erlaubt, dann hat das Folgewirkungen, dann lässt das Kapital in Japan bleiben, also nicht mehr nach USA strömen, könnte auch für die Aktienmärkte dann ein Problem werden, aber es ist eben diese Konkurrenz jetzt, die entsteht, so langsam mit dem Anstieg der Renditen auch in Japan, wenn die Meldung von Nikkei stimmt und das könnte dann so einen Dominoeffekt geben, denn die Investoren, die haben sich ja meistens auf Kredit diese Yen geliehen. Wenn jetzt der Yen aufwertet, dann bedeutet das Schmerzen. Dann müssen immer mehr diesen sogenannten Carry Trade abwickeln und so kommt es zu einem Kaskadeneffekt. Das zumindest ist das Potenzial, was hierin liegt. Muss sich jetzt nicht sofort auswirken, könnte aber übergeordnet ein sehr wichtiges Thema werden. Und schauen wir uns mal den Nikkei Future an. Der hat deutlich reagiert.
Insgesamt der Nikkei ja schon nach dem Höhenflug doch ein bisschen unter Druck gekommen, von über 34.000 Punkten jetzt auf 30.500 um und bei gefallen. Alles noch nicht dramatisch, aber wenn jetzt der Yen abwertet, dann ist das schlecht für den Nikkei, oder aufwertet genauer gesagt, ist das schlecht für den Nikkei, denn das würde dann vor allem Exportwerte aus Japan belasten. Und jetzt schlagen wir mal die Brücke zu den US-Staatsanleihen. Am Mittwoch vor der Fed-Sitzung wird das Treasury, also das US-Finanzministerium, verkünden, wie viel frische Schulden man aufnehmen wird, ergo wie viel Anleihen man emittieren wird. Die Deutsche Bank sagt, naja, wir schätzen, dass die mal 1,5 Billionen aufnehmen im gegenwärtigen Quartal und dann auch im nächsten Quartal. Im Vorquartal war es in Anführungszeichen nur 1 Billion, aber das ist der entscheidende Grund, warum die Renditen sich so nach oben entwickelt haben. Auch wenn Janet Yellen lächerlicherweise, muss man fast sagen, gesagt hat, naja, also die Renditen sind gestiegen, weil der Wirtschaft zu stark ist. Ja, wir hatten ein gutes BIP, aber da ist natürlich viel Schönes mit reingerechnet, was eigentlich nicht reingehört. Wir hatten bessere Einzelhandelsumsätze und so weiter und so fort. Aber es ist so eine Scheinblüte aus meiner Sicht der US-Ökonomie. Nein, es ist auf jeden Fall die massive Flutung von Anleihen, die letztendlich die Frage sich stellen lässt, naja, ist die Nachfrage hoch genug? Und wir hatten zuletzt ja schwache Bond-Auktionen der Amerikaner gesehen. Also das ist ein entscheidender Trigger auch für die Aktienmärkte. Und hier sehen wir sehen jetzt massive Wetten auf den TLT, dieses ETF, das länger laufende Staatsanleihen abbildet in den USA. Und wenn der Kurs des TLT steigt, dann fallen die Renditen und umgekehrt. Wir sehen hier, wie vor allem in den letzten Monaten eben TLT gefallen ist, weil die Renditen gestiegen sind. Jetzt wetten viele, und das hat auch Markus Koch gesagt, ja, wir kaufen jetzt US-Staatsanleihen. Also es ist praktisch jetzt ein most crowded trade, könnte man sagen. Wir gehen davon aus, dass die Kurse des TLT steigen und die Renditen fallen. Das ist natürlich die Frage, ob das passiert, wenn jetzt alle auf diesen Zug aufspringen. Und jetzt kommen wir nochmal zu diesen schrecklichen Ereignissen in und um Israel. Hier sehen wir die Headline von Bloomberg: Stocks climb as traders track Israel's offensive. Man sagt hier, naja, man geht hier etwas vorsichtiger im Gaza vor seitens der Israelis als gefürchtet wurde. Aber wir sehen hier zum Beispiel heute ein Statement des iranischen Außenministers. Washington ist an der Seite des Aggressors. Das wird zu Reaktionen der Leute führen. Wir sehen, dass die Amerikaner offenkundig Trucks aus dem Iran angegriffen haben, weil man sagt, die haben, und die sind in Syrien unterwegs gewesen, die haben Waffen transportiert. Also man sieht, dass praktisch die Amerikaner direkt iranische Fahrzeuge angreifen. Aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt eine Deeskalation, die dann eine Erleichterungsrallye rechtfertigen würde. Und wir haben natürlich, und das ist für mich die schlimmste Nachricht des heutigen Tages, Jim Cramer, der sagt, der dritte Weltkrieg passiert nicht. Why can't everyone just chill? Also wenn Jim Cramer sagt, der dritte Weltkrieg passiert nicht, dann ist es vorbei, dann war es das leider mit dieser Welt, könnte man sagen. Also kleiner Scherz am Rande, aber Jim Cramer ist natürlich ein hervorragender Kontraindikator. Jetzt sehen wir, dass wieder US-Militärbasen im Irak unter Rocket Fire gekommen sind. Wir sehen das jetzt etwa hier ein Vertreter der Badr Organization in Irak sagt, die Amerikaner sollen abziehen aus dem Irak, ihre Anwesenheit sei nicht mehr erforderlich. Also wir sehen, wie die Stimmung so insgesamt kippt gegen den Westen. Man hat das Gefühl, die muslimische Bevölkerung wird in vielen muslimischen Ländern mobilisiert, praktisch, wie soll man sagen, vorbereitet auf einen Krieg gegen Israel. Aus meiner Sicht ist das alles andere als eine Deeskalation. Die Hamas selber spricht von einem neuen Holocaust. Ein sehr weit hergeholter Begriff, auch wenn das, was da im Gaza passiert, natürlich unfassbar schrecklich ist. Aber Holocaust ist etwas anderes. Es ist die systematische, organisiert
organisierte industrielle Tötung von Millionen von Menschen, das kann man den Israelis ja nicht wirklich vorwerfen. Die wollen versuchen, den Gaza zu neutralisieren, dass also keine Angriffe mehr seitens der Hamas von dort ausgehen können, auch wenn die Mittel natürlich nicht wirklich zimperlich sind. Gar keine Frage. Jetzt kommen wir zu den Aktienmärkten. Hier sehen wir NYSE, also praktisch alles, was an der New Yorker Stock Exchange gehandelt wird. Und wir sehen, wir sind unter wichtige gleitende Durchschnitte gefallen. Wir sehen also schon eine charttechnische Verletzung. Wir sehen den S&P 500, der hier deutlich verloren hat. Über 10% ist es nach unten gegangen. Wir sehen aber vor allem, dass wenn der S&P 500 jetzt bis morgen Handelsschluss 21 Uhr deutscher Zeit, wir haben ja die Zeitumstellung gehabt, deswegen endet aus unserer Sicht die Wall Street früher, wenn wir also unter 4.288 Punkten bleiben und wir sind derzeit gut 100 Pünktchen drunter, dann wäre das der dritte monatliche negative Monat, also wäre es der dritte Negativmonat, so muss es heißen, nicht wahr? Und es wäre, wenn wir jetzt 4 Monate sogar erreichen, das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Periode bis November 4 Monate in Folge negativ wäre. Also das ist schon ein ziemlich außerordentliches Ereignis, muss man sagen. Klar, wir hatten vorher eine Rallye lange, vor allem dann durch die Fed 2020 Corona, dann die Korrektur 22, dann der Rallye-Versuch 2023. Jetzt sind wir in etwa da, wo wir Dezember 2020 gewesen sind. Und wir sehen beim S&P 500, wie Sven Hendrik hier zeigt, ein interessantes Muster. Wir sind nämlich sowohl am 20er als auch am 40er Moving Average im Monatschart. Die liegen sehr, sehr eng beieinander. Das ist eine wichtige Unterstützung. Die sollte besser halten. Und was hat diese Rallyes ermöglicht? Was war letztendlich der Grund, warum sich die Aktienmärkte so gut gehalten haben? Es waren ja nicht die breiten Aktien, die hier gestiegen wären. Der Equal Weight ist 4-5% im Minus gewesen heute bei Handelsstart. Also die meisten Aktien haben verloren, sondern es waren die Dickfische, die Apples, die Amazons, die Googles und wie sie alle heißen. Und nur Google, nur Microsoft, das ja gute Zahlen geliefert hat, ist über ihrem 50-Tages-Durchschnitt. Das sind jetzt die Magnificent Six, nicht mehr Seven, denn Tesla gerät heute stark unter Druck, ist unter $200 gefallen. Man wird vielleicht bald von den Magnificent Six Stocks sprechen müssen, denn Tesla hat hausgemachte Probleme. Absatz stockt. Man muss starke Rabatte geben, um überhaupt noch seine Fahrzeuge an den Mann bringen zu können. Und hier sehen wir die angespannte Situation auch bei diesen Magnificent Seven. Wir haben ja jetzt am Donnerstag die Apple-Zahlen, Nvidia kommt dann später. Also das könnte ein Doppeltop sein. Und diese 7 Aktien sind so bedeutsam gewesen für die Indizes, dass wir da sehr genau drauf gucken sollten. Kommen wir nochmal kurz zu den Aussichten. Wir haben am Donnerstag die Apple-Zahlen, wir haben am Mittwoch die Fed-Sitzung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen hier am Mittwoch anheben wird, ist null, wie die Fed Fund Futures bepreisen. Es gibt sogar jetzt eine 5%ige Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass die Fed die Zinsen senken wird. Das ist erstaunlich. 95%, dass sie die Zinsen belassen wird. Aber es gibt dennoch eine Wahrscheinlichkeit von 36% nach wie vor, dass bis Januar 2024 die Zinsen nochmal angehoben werden durch die Fed. Wird natürlich darauf ankommen, wie kommen die Arbeitsmarktdaten am Freitag rein, wie kommen die nächsten Inflationsdaten rein, nachdem die PCE-Daten, ich glaube letzte Woche war es, höher ausgefallen waren als erwartet. Und kommen wir nach glorreich Germania, meine Damen und Herren. Hier sehen wir jetzt das BIP auch wieder geschrumpft, 0,1% im dritten Quartal. Also wir sehen diese großartige deutsche Wirtschaft, die von einer großartigen deutschen Regierung profitiert, und zwar so sehr, dass die Ölnachfrage stark rückläufig ist in Deutschland. Das gibt es sonst nur noch in Pakistan, also da sind wir schon wieder in allerbester Gesellschaft. Ja, Pakistan ist ja ein Top-Player. Und wir, da können wir stolz sein, dass wir jetzt auf diesem Niveau endlich einmal hantieren. Mit die Pakistanis, gell, ganz oben auf. Wir sehen hier mal einen Vergleich zwischen
übergeordnet dem BIP der Eurozone 2008 und den USA, im Vergleich zwischen 2008 und 2023. Und 2008 waren wir noch absolut auf Augenhöhe, nämlich die EU jetzt, oder die Eurozone genauer gesagt, jetzt sind wir weit abgeschlagen. Also irgendwas ist hier schiefgelaufen im Vergleich zu den Amerikanern, die natürlich auch ihre eigenen Probleme haben, gar keine Frage. Heute nochmal zurück zu Deutschland. Inflation auf dem Rückzug 3,8%. Aber da ist natürlich vor allem Energie ein wichtiger Faktor gewesen für diesen Rückgang. Nach wie vor 3,8% ist nicht gerade wenig. Und jetzt ist eben die Frage, werden sich diese ganzen Lohnverhandlungen dann inflationär auswirken? Wir werden ab 1. Januar Lkw-Maut haben, wir werden höhere CO2-Preise haben, wir werden Anhebung der Mehrwertsteuer wieder im Gastgewerbe haben. All das sind inflationäre Faktoren, die dann wirken werden. Abschließend, meine Damen und Herren, drei Hinweise. Der erste: Jahresendrally ist unwahrscheinlich, sagte Mike Wilson, der ja 2022 super lag, 2023 bisher mäßig lag, aber jetzt in letzter Zeit wieder recht bekommen hat. Warum, wieso, weshalb wir da Schwierigkeiten haben könnten, das erklärt der Mike Wilson, oder wir erklären das von Finanzmarktwelt in diesem Artikel. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung: Apple. Da sind kommen am Donnerstag ja die Zahlen und die Warnsignale nehmen zu. Das dürfte jetzt nicht das Superquartal für Apple gewesen sein. Mal sehen, was passiert. Aber wenn Sie sich da schon mal mental vorbereiten wollen auf die Apple-Zahlen, empfehle ich diesen Artikel. Zweite Empfehlung. Und dann nochmal zu allerletzt das Webinar mit André Stacke, Mittwoch 19 Uhr. Da ist ja dann auch die FED-Entscheidung. Und der André und ich, wir werden über diese FED-Entscheidung sprechen. Und der André wird dann Strategien vorstellen, wie kann man damit umgehen. Seine Performance ist sehr, sehr gut. Also ich denke, das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Ich kann Ihnen das nur empfehlen und wirklich mit gutem Gewissen empfehlen, denn der André weiß, wovon er spricht, im Gegensatz zu vielen, die hier irgendwelche Sachen verkaufen am Markt. Ist denn der starke André jemand, der sein Handwerk beherrscht? Also drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.